Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt, kurz Maratomi. Heute am 19.06.2024 wieder aus meinem Sendestudio in Forchheim. Heute mal nachmittags, nicht vormittags der Film. Aber ich meine, wenn er online geht, ist es sowieso eher meistens nachmittags oder abends. Aber nachmittags jetzt, es ist heute total schwül. Ich glaube, es kommt heute noch ein Gewitter. Hoffen wir mal nicht, dass es nicht so schlimm wird. Es ist irgendwie draußen spannend, aber auch dieser Film hier wird jetzt richtig spannend werden, weil heute möchte ich euch die neue Kryptobriefmarke, die neue deutsche Kryptobriefmarke vorstellen. Das ist jetzt schon die zweite, wieder so ein Kryptomarkenheftchen, aber diesmal hat sich die Post was Neues ausgedacht in Form so von so einer Art Verlosung, denn das Ganze, die haben jetzt insgesamt eine Auflage von 100.000 Stück. Aber es ist wie bei einem Los, man kann hier auch praktisch einen Hauptpreis ziehen. Der Hauptpreis wäre eine, die gibt es nämlich in vier Farben und die wertvollste Farbe wäre Pink. Da wurden nur 2% in pinker Farbe gedruckt, weil man da gerade Pink als wertvollste Farbe ausgewählt hat, weiß ich nicht. Ich hätte eher blau genommen, das sind dann 10%. Also bei einer Gesamtauflage von 100.000 ist es pink halt 2.000, dann 10% blau wären dann 10.000, dann die lilane sind dann 25%, das wären dann schon 25.000 und die Niede wäre jetzt halt gelb mit 63%. Und eins habe ich ja schon aufgemacht für meinen Kurzfilm und da, ich zeige es euch mal. Ja, habe ich leider eine Niede gezogen. Das ist hier jetzt das Gelbe. Aber schauen wir dann nachher noch bei den anderen beiden. Vielleicht habe ich ja noch einen Hauptgewinn gezogen. Und das Ganze ist ja auch interessant. Auf der Briefmarke wird ein Motiv gezeigt, nämlich der Kölner Dom. Und das wurde mit einem KI-Programm erzeugt. Womit wir heute dann schon beim zweiten spannenden Thema, so ein kleiner Exkurs sind, den ich euch dann noch vorstellen möchte, nämlich was für Auswirkungen denn die KI insgesamt auf unsere Gesellschaft haben könnte. Aber bevor wir damit jetzt gleich loslegen, möchte ich euch noch bitten, meinen YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunstmaratomi zu abonnieren, dazu den Abonnieren-Button anklicken und KI hin oder her, was kommt jetzt? Die Klingeling, also wenn man die Klingel darunter anklickt, bekommt man immer noch meine neuesten Filme mit. Dann läuten wir mal wieder die Glücksglocke, das muss ja mal richtig läuten, für Glück, Geld und Gesundheit, bevor wir jetzt dann gleich in ein interessantes Thema eingehen, nämlich die KI und die KI-Briefmarke, Krypto-KI-Briefmarke. Über Kryptos habe ich euch ja schon neulich einiges erzählt, mit der ersten Kryptomarke, was bei dem Krypto-Teil dahinter steckt, mit diesen Non-Fungible Tokens und so weiter. Ich sage immer aus, das sind Non-Fungible Tokens, aber es sind Non-Fungible Tokens oder wie das auch immer heißt, ist alles so ein schreckliches Fachchinesisch, da kann man dann schon mal ein bisschen durcheinander kommen, aber ist halt so, neue Welt, es ändert sich, also gerade in der virtuellen Welt ändert sich wahnsinnig viel. In der realen leider nicht immer so viel, wenn man sieht, dass die Menschen immer noch Kriege führen, gar nicht so weit von uns entfernt in der Ukraine und dass auch die Menschen weiterhin viel Blödsinn anstellen. Ja, hier die neue, die neue Krypto-Briefmarke in Form so eines Markenheftchens von der Deutschen Post ist eine selbstklebende Marke. Ich zeige es euch nachher noch detaillierter. Es gibt eine BIN und so einen Public-Schlüssel. Und das Bild hier wurde von einem KI-Programm praktisch entworfen, wahrscheinlich mit der Vorgabe, mach mal den Kölner Dom, präsentiert ihn so, dass der für so eine Briefmarke einerseits passt und dass der Himmel dann noch schön bunt ist und dass der ein bisschen was hergibt. Aber ob das einem jetzt eher gefällt oder nicht, das ist vielleicht ein bisschen persönlicher Geschmack. Ich würde sagen, also so ganz total haut mich dieses neue Motiv nicht vom Hocker. Trotzdem, die KI kann sehr viel. Und jetzt wollte ich ein bisschen auf dieses Thema eingehen, denn es ist die nächste große Revolution. Ich würde sagen, große Revolutionen waren, also technische Fortschritte war einmal vielleicht das Rad, dann vielleicht dann die Dampfmaschine, Lokomotiven, Autos, dann die Computer,
Dann das World Wide Web war eine nächste große Revolution. Dann die sozialen Netzwerke. Und jetzt findet wieder eine gigantische Revolution statt. Obwohl die KI ja eigentlich schon relativ alt ist, aber so richtig super, also dass sie was Vernünftiges ausspuckt sozusagen, das haben wir jetzt erst so richtig in den letzten Jahren erlebt und es ist Wahnsinn, es wird unsere Gesellschaft total ändern und auch gerade auch die Leute, kreative Berufe zum Beispiel sind sehr stark davon betroffen, sei es jetzt Journalisten, Autoren, Künstler, ja vielleicht auch das Thema Filme hier, das ist hier noch echter Film, nichts KI gemacht, kein KI-Schmann, obwohl wir gleich dann einen KI-Text dann machen werden. Ja, zu dem Thema gab es jetzt im Mai von der Computerzeitschrift CD, also die hat sich dem Thema KI sehr intensiv gewidmet. Das ist immerhin, ja, die ist ja immer sehr dick, die ist fast 200 Seiten dick, die Computerzeitschrift. Viele Artikel sind sehr technisch, da habe ich teilweise nur Bahnhof verstanden, obwohl ich selbst mal aus der KI-Branche kam. Aber andere Artikel sind wieder sehr interessant und die schreiben auch, ja, wie künstliche Intelligenz das Leben umkrempelt. Und zwar Arbeitswelt, Forschung, Recht, Bildung, Medizin, Kunst etc. etc. Also es findet hier eine riesige Revolution statt. Und jetzt habe ich mir überlegt, ja, wollte ich mir jetzt mal den Gedanken machen, vielleicht ein bisschen zusammenschreiben oder da vielleicht ein bisschen was rausschreiben zu dem Thema. Inwieweit das unser Leben ändern wird und beeinflussen wird. Und ja, dann kam mir die Idee, nutzt doch selbst die KI und befragt doch mal die KI selbst, was sie dazu meint. Und ich habe ihr dann geschrieben, sie soll dann noch, ich habe sie gefragt, welche sozialen Auswirkungen könnte die KI in Zukunft auf die Menschen, ihre Arbeitswelt und auch auf die Wirtschaft haben. Was könnte ich im Film, also in einem YouTube-Film, zur Beantwortung dieser Frage sagen? Und da haben wir die KI so ein paar schöne Sachen zusammengeschrieben. Manchmal ein bisschen theoretisch, aber doch sehr interessant. Und sie meinte, ja, ich sollte doch mal den Film so angehen, bevor wir uns die Briefmarken näher ansehen, genauer ansehen. Also das hier, das mit dem Losziehen habe ich jetzt nicht erwähnt. Das soll ja noch ein wenig den Spannungsbogen hier noch ein bisschen erhöhen, dass das Ganze natürlich noch spannender und interessanter wird. Das hat sie mir jetzt nicht empfohlen. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Frage. Welche sozialen Auswirkungen könnte die KI in Zukunft auf die Menschen, ihre Arbeitswelt und auch auf die Wirtschaft haben? Ja, wo sieht die KI große Auswirkungen, also selbst auf sich selbst bezogen? Also ich habe ChatGPT 3.5, also die ältere Version befragt. Ich denke 4 spuckt wahrscheinlich Ähnliches aus. Veränderungen in der Arbeitswelt werden sich ergeben, das ist ganz klar. Das ist ganz klar, hat es jetzt natürlich nicht gesagt. Ich zitiere, KI-Technologien haben das Potenzial, die Arbeitswelt tiefgreifend zu ändern. Das stimmt. Einerseits können sie ein bisschen mit Fachausdrücken um sich und monotone Aufgaben, also repetitive, also so Aufgaben, die sich wiederholen oder monoton sind, die können sie übernehmen, aber sie ist halt weit drüber, man muss sagen, sie ist weit drüber hinweg schon, einem nur monotone Sachen abzunehmen. Sie ist wirklich erstaunlich kreativ, obwohl es ja eigentlich nur um Bits und Bytes geht. Im Grund reduziert sich ja die ganze Computerwelt auf Nullen und Einsen. Aber mittlerweile ist das halt alles schon so komplex und so intelligent. Also hier wird es ja in der CD ganz intensiv beschrieben, was da alles für tolle Techniken gibt. Also halt die neuronalen Netzwerke und alles. Und die sind nicht zweidimensional, das haben wir mal da versucht. Hat man gemeint, damit können wir die Probleme lösen, das ist alles mehrdimensional, sehr komplex, sehr viel Rechnerleistung wird da gebraucht und das kostet wahnsinnig Geld und Aufwand, solche Modelle dann aufzubauen und das können sich im Prinzip eigentlich nur ein ganz wenige Großkonzerne leisten, wie jetzt Microsoft, Google, Amazon wahrscheinlich, ja. Und der Elon Musk steht ja auch in den Startlöchern, der hat den Anschluss ein bisschen verpasst, muss man sagen. Deswegen will er jetzt, sagt jetzt, man muss das regulieren und so weiter, weil er da nicht rechtzeitig den Start gefunden hat. Aber er wird da jetzt wahrscheinlich auch intensiv mitmischen. Und natürlich auch der Apple wird da sich auch
stark mit an den ganzen Beteiligten, Facebook noch wahrscheinlich. Also das sind, die kann man maximal mit zwei hinten abzählen, diese Großkonzerne, Technologie-Großkonzerne, die da den Kuchen unter sich aufteilen werden. Und das ist natürlich schon etwas kritisch, wenn so ein paar Großkonzerne praktisch die ganze Arbeitswelt, Wirtschaft und so weiter der Zukunft bestimmen. Thema Militär ist ja vielleicht dann auch noch eine Geschichte. Man fühlt sich ja auch schon ein bisschen erinnert an den Film Terminator 1, 2, 3 von Cameron. Also da haben wir dann auch Angst, dass da sich was in die falsche Richtung entwickeln könnte. Ja, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift, bringe eigentlich gar nicht so viel jetzt, was die KI selbst zu dem Thema gesagt hat. Aber sie sagt schon einiges Interessantes. Sind diese Wiederholungsaufgaben und monotone Aufgaben, da bin ich jetzt ja dann da sozusagen hingeblieben, weil es wirklich schon viel komplexer weitergeht, was den Menschen mehr Zeit für kreative und komplexe Tätigkeiten lässt. Eigentlich wird das die KI auch den Menschen wohl mehr und mehr abnehmen, und das ist halt auch, hat Auswirkungen auch auf die kreativen Berufe, wie ich schon gesagt habe, Literatur, Journalismus etc. etc. Und dann richtig erkannt, andererseits besteht die Sorge, dass bestimmte Arbeitsplätze durch Automatisierung KI verloren gehen könnten. Besonders betroffen können Berufe sein, die sich leicht automatisieren lassen. Nein, das ist sowieso, das ist schon länger, das ist schon seit dem Webstuhl der Fall. Es werden viel komplexere Aufgaben ersetzt werden. Also da sieht die KI sich selbst nicht so kritisch, ich sehe das deutlich kritischer. Dann, aber es gibt natürlich auch neue Berufsfelder und Qualifikationen geben. Da ist zum Beispiel das Prompt Engineering. Also ich war da jetzt auch mal als Prompt Engineer tätig und habe da die KI sozusagen befragt, habe hier sogar mal 6 Zeilen dazu geschrieben, um mir genaue Anweisungen zu geben, damit ich einen vernünftigen oder wenigstens halbwegs vernünftigen Output bekomme. Also es gibt auch positive Aspekte. Durch den Einsatz von KI entstehen neue Berufsfelder und Qualifikationen. Also Prompt Engineer zum Beispiel, das wird jetzt hier nicht erwähnt. Jobs im Bereich der KI-Entwicklung, Datenanalyse und Robotik sind nur einige Beispiele für die neuen Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen. Ablesen müsste man können, die KI könnte das jetzt auch besser, das ablesen. Könnte hier jetzt einfach den Text könnte ich hier dann vorsagen lassen, dann bräuchte ich hier jetzt gar nichts mehr sprechen. Also ich würde dann auch hier ersetzt werden, und das wäre, ich weiß nicht, ob sie dann immer so humorvoll und so quatschig ist und ob sie so viel Versprecher zusammenbringt wie ich, das wird dann der KI wahrscheinlich manchmal ein bisschen schwer fallen. Es wird wichtig sein, dass Bildungssysteme und Unternehmen ihre Mitarbeiter auf diese Veränderung vorbereiten und kontinuierlich, die Karriere ist jetzt auch besser ausgesprochen, aber die kann man wahrscheinlich auch dann dazu bringen, dass sie dann irgendwelche Versprecher macht. Das wäre dann vielleicht auch noch schön. Also sie kann eigentlich alles sozusagen. Ja, soziale Auswirkungen gibt es sicher. Die Integration von KI in den Alltag könnte auch soziale Auswirkungen haben. Das könnte sie nicht nur, das wird sie haben. Zum Beispiel könnte die Kluft zwischen technologisch fortgeschrittenen Regionen und solchen, die weniger Zugang zu solchen Technologien haben, größer werden, erleben wir auch schon. Internet hat jetzt manches wieder ein bisschen gleicher gemacht, auch die Armen, die halt dann Internetzugang haben, ärmere Länder, die haben, für die ergaben sich halt auch neue Möglichkeiten. Ob das mit der KI der Fall ist, weiß ich nicht. Muss man mal abwarten. Dann wirtschaftliche Veränderungen, die werden auch sicher kommen. Auch auf die Wirtschaft wird die KI einen erheblichen Einfluss haben. Unternehmen, die KI erfolgreich integrieren, können ihre Effizienz steigern. Das versuche ich ja jetzt auch so schon mal mit den Artikeln, und da habe ich jetzt dann auch schon meinen Inhalt für diesen Film sozusagen. Also ist doch ganz interessant das Ganze. Gleichzeitig können traditionelle Geschäftsmodelle unter Druck geraten und sich an die neuen Gegebenheiten anpassen müssen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Leider. Oder vielleicht auch gut, keine Ahnung. Ethische und gesellschaftliche Fragen ergeben sich. Ich habe ja jetzt einen Cameron-Film
erwähnt, da geht jetzt die KI nicht drauf ein, auf den Terminator. Neben den wirtschaftlichen und arbeitsweltlichen Veränderungen wirft der Einsatz von KI auch ethische und gesellschaftliche Fragen auf. Stellen wir sicher, dass KI-Systeme fair und transparent arbeiten? Fragezeichen. Wie schützen wir die Privatsphäre der Menschen und verhindern den Missbrauch von Daten? Kann die KI selbst nicht beantworten diese Fragen, da müssen noch die Menschen regulatorisch wahrscheinlich dann drauf einwirken. Das habe ich jetzt gesagt, hat die KI nicht gesagt. Diese und weitere Fragen müssen wir als Gesellschaft gemeinsam beantworten, um die Vorteile der KI optimal nutzen zu können. Ja, dass die KI, also der Kern der Sache, dann in der Hände von ein paar Großkonzernen technologischen dann sein wird und dass dann natürlich auch Missbrauchspotenzial besteht, darauf geht die KI selbst nicht auf sich sozusagen ein, sie will sich ja auch nicht, wahrscheinlich nicht schlecht reden. Ja, sie sagt, als Fazit zusammenfassend lässt sich sagen, dass die KI tiefgreifende Veränderungen in vielen Lebensbereichen mit sich bringen wird. Es liegt an uns, diese Veränderung aktiv zu gestalten und die Chancen zu nutzen, wenn wir uns den Herausforderungen stellen. Und dann hat sie mir gesagt, als möglichen Text, und jetzt lassen Sie uns, halt richtig ablesen, einen Blick auf die faszinierende neue Krypto-Briefmarke werfen, die uns einen kleinen Vorgeschmack, schon wieder ein Versprecher, auf die Möglichkeiten der KI bietet. Und nachher für den Schluss schlägt sie mir noch vor, ich hoffe, Ihnen hat dieser Einblick gefallen. Wir sind noch nicht fertig, aber ich lese jetzt einfach mal vor, weil es ja auch ganz interessant ist, was die KI so sagt, mir an Ratschlägen gibt. Wenn Sie mehr über die neuesten Entwicklungen im Bereich der KI und die Auswirkungen erfahren möchten, abonnieren Sie unseren Kanal und bleiben Sie auf den Laufenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Aber wir sind noch nicht fertig, jetzt gehen wir in die große Verlosung und schauen uns nochmal die Krypto-Briefmarke etwas näher an, sozusagen der Höhepunkt des Films. Hoffentlich habe ich das große Los gezogen. Ja, das sind jetzt diese drei neuen Krypto-Briefmarken, die ich bei der Post bestellt habe. Ich habe sie jetzt schon mal vorsorglich sauber geöffnet. Die zwei, die ich noch nicht entnommen habe, wo wir dann noch sozusagen das losziehen. Und hier, das wurde ja schon für den Kurzfilm geöffnet. Ich mache es mal auf, dass wir es nochmal sehen. Hier steht noch was dabei. Kölner Dom, historische Bauwerke in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Exemplars der Krypto-Briefmarke. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Das wünsche ich euch jetzt auch gleich noch bei unserer Krypto-Briefmarke-Losziehung. Und viel Spaß beim Sammeln und der Entdeckung der digitalen Welt der Briefmarke. Und da steht nochmal das, was ich schon erwähnt habe. Limitierte Auflage 100.000 Stück. Pink ist die wertvollste. Das sind jetzt, glaube ich, auch diese schönen Trikots unserer Nationalmannschaft. Pink scheint so momentan recht in zu sein. Manche mögen es nicht. Ich halte mich da aus diesen Diskussionen raus. Farben sind Geschmackssache. Und ja, Blau mag ich natürlich mehr, weil das sind Blauwerte. Habe heute hier auch ein blaues T-Shirt an. Und da wären 10%, also über Blau würde ich mich, über einen Blauwert, also ein Blaumagenheftchen, Kryptomagenheftchen, würde ich mich sehr freuen. Lila ist dann schon, ist zwar auch nicht schlecht, jede vierte sollte lila sein. Und zwei Drittel sind gelb. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Hier war es natürlich schon mal eine Niete, da ist auch so ein schwarzes Blatt da. Und hier sieht man das Motiv. Weiß jemand, was dieser Kasten da darstellen soll? Ach, wahrscheinlich, weil am Kölner Dom immer rumgebaut wird. Ständig wird er renoviert. Da muss man halt wahnsinnig viel Arbeit reinstecken. Wenn man hier mit der Arbeit fertig ist, muss man wahrscheinlich da hinten wieder anfangen. Und so ist da ein ständiger Kreislauf in Gang. Ich habe ihn auch schon mal besucht und habe auch diesen Turm bestiegen. Ich glaube, es war der rechte Turm. Schlimme Wendeltreppe und dann irgendwo ging es dann so noch Metallgestelle hoch und ich fand es recht gruselig, da bis da oben hochzukommen und ich war da geschäftlich unterwegs und da ging dann mein Flieger zurück, das war noch zu Siemens Zeiten bei mir und da musste ich mich auch noch etwas beeilen, aber da war ich noch fit, weil da lief ich ja Marathons. Ja, und da sieht man jetzt das Magenheftchen von der Innenseite. Ich will jetzt nicht mehr auf die NFTs eingehen, das habe ich ja schon ausführlich in meinem ersten Film gemacht.
möchte ich auch nochmal auf den Ron Pichler seinen Kanal verweisen. Der hat es auch ganz ausführlich noch beschrieben, teilweise noch ausführlicher als ich. Also da kann man sich dann wunderbar noch informieren. Und hier ist die selbstklebende Briefmarke. Und da steht auch noch was, Krypto-Briefmarke Kölner Dom. Die Krypto-Briefmarke ist eine Kombination aus einer selbstklebenden Deutschland-Briefmarke und ihrem digitalen Abbild. Das digitale Abbild, das kann man dann praktisch installieren, wenn man hier jetzt das freirubbelt. Und dann muss man aber einiges beachten. Und das habe ich ja schon im letzten Film ja näher gebracht. Und es ist eigentlich relativ kompliziert. Und schade ist, dass hier nicht, das ist rein eine Euro-Nominale, ist es hier jetzt über 1 Euro, 100 Cent die Briefmarke, die Nominal, dass dann nicht nur wie bei den österreichischen Briefmarken dann vielleicht noch ein kleiner Kryptowert dahinter stecken würde. Ich auf Krypto-Coins könnte ich auch mal eingehen, die kann man ja auch sozusagen auch sammeln, da gibt es ja ganz lustige Sachen wie so Meme-Coins oder was, da die mit irgendwelche Shiba Inu zum Beispiel, die ist mit so einem Hund verknüpft. Ich habe mal gesagt, meine Frau muss kugelte sich für Lachen, das ist ein Katzencoin. Es gibt auch Katzencoins, habe ich nachgeschaut, aber die sind nicht so bekannt. Und Shiba Inu ist natürlich ein Hundecoin sozusagen. Aber auf Krypto wollen wir jetzt nicht weiter eingehen, Thema Krypto-Coins. Auch auf die Non-Fungible Tokens, die NFTs abgekürzt, will ich jetzt auch nicht weiter eingehen. Und jetzt kommen wir, ja, historische Bauwerke, da ist noch so irgendwie nach einem Stadt mit dem Brandenburger Tor. Ja, das war die erste Krypto-Briefmarke, folgt jetzt nun über die Serie nun mit dem Kölner Dom fortgesetzt. Also hier immer noch eine Serie, da wird dann wahrscheinlich so in nächster Zeit noch einiges hinzukommen. Ich belasse die Magenheftchen so einfach. Ich kümmere mich nicht um die Non-Fungible Tokens. Ich glaube, am besten ist, wenn man die, jetzt hätte ich es beinahe ins falsche Kuvert reingetan, hab, wenn man die so weitgehend belässt, wie sie sind, vielleicht nicht einmal dieses Kuvert aufmacht. Aber dann hätten wir jetzt hier nicht die Spannung und schauen mal. Also, dann machen wir hier auf. Ich habe, glaube ich, schon ein wenig gerade was durchleuchten sehen. Naja, war, glaube ich, nicht pink. Schwarz? Nein, nicht schwarz. Mist, Mist, Mist. Wieder gelb. Könnte das jetzt nicht pink sein? Oder blau? Wenigstens blauwert wäre doch schön. Also, dann habe ich vielleicht Glück in der Liebe, aber wir haben ja hier noch eine dritte. Alle guten Dinge sind drei. Schauen wir mal. Ja, dieses Schwarze hat man wahrscheinlich mit rein, damit nichts durchscheint, dass man nichts erkennen kann. Also hier wieder ein Schwarzwert. Und naja, Mist. Es war nicht anders zu erwarten. Ja, dazu ist zu sagen, dass man nicht mal eine 2%ige Chance hat, weil es wurde ein Teil, wurden alle vier Farben, konnte man verkaufen, die kaufen auch bei der Post, aber die waren gleich weg. Und ich sah jetzt neulich schon ein Angebot, da wollte jemand für die Pinke, glaube ich, über 400 Euro schon haben. Und das ist schon ganz schön heftig. Und wahrscheinlich gehen da die Preise bei den Pinken ganz schön hoch. Da ist jetzt auch viel Anfangsspekulation da. Man müsste jetzt mal bei eBay reinschauen, ob da schon ein paar Pinke. Also ich habe mal reingeguckt, da war, glaube ich, bloß eine Lilane im Angebot und die war auch schon recht teuer. Muss man mal schauen, wie sich das preislich entwickelt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt drei Nieten gezogen, ist egal. Die gelben sind auch schön. Gelb ist eine schöne Farbe, gefällt mir eigentlich besser als pink. Blau wäre natürlich noch schöner für mich gewesen, weil dann wäre es ein Blauwert statt ein Gelbwert gewesen. Ja, ich hoffe jetzt, dass euch trotz der drei Nieten, also dieser drei Nietenlose, es sind ja nicht komplett Nieten, die gelben sind ja auch ein bisschen was wert, sind ja auch schön anzusehen und so weiter. Und ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Wenn er euch gefallen hat, dann bitte liked ihn mit erhobenen Daumen. Oder gleich zwei. Zwei kann man leider nicht machen, aber einer geht. Also das ist gut, das gut, das ist schlecht natürlich. Also bitte mit erhobenen Daumen. Und ja, dann schauen wir mal. Einer wollte jetzt wieder mal zum Thema, ich sollte mal wieder ein bisschen auf Finanzthemen eingehen. Gerne könnt ihr mir auch ein bisschen eure Wünsche nennen, weil ich bin momentan so ein bisschen am Überlegen,
was sich so thematisch so in nächster Zeit angehen könnte. Gut, die Verkaufsfilme kommen sicher auch wieder, aber ich habe es festgestellt, in der Sommerzeit wird immer nicht ganz so gern eingekauft, da geht man lieber ein bisschen raus, da geht man vielleicht in den Biergarten und so weiter oder macht eine Reise und so weiter. Aber im Herbst zieht es dann wahrscheinlich immer wieder ein bisschen an mit den Interessen. Aber ich werde trotzdem auch während der Sommerzeit den einen oder anderen Verkaufsfilm natürlich machen. Schatzsuche-Filme gerne wieder. Und ja, Thema Finanzen. Ob uns eine nächste Finanzkrise blüht, keiner weiß es. Die Märkte sind aber aufgebläht, es ist unheimlich viel Geld wird gedruckt. Und es ist sicher nicht falsch, wenn man ein bisschen auch auf Sachwerte setzt. Vielleicht auch ein bisschen auf Kryptos. Hier, ob das jetzt hier diese Krypto-Briefmarke eine gute Geldanlage ist, das bleibt erst einmal abzuwarten. Das vermag ich nicht zu sagen. 100.000 ist doch eine relativ hohe Auflage auch. Ja, manches, da müsste ich jetzt eine Kristallkugel haben und in die Zukunft schauen können. Ja, da der Film jetzt doch schon wieder ein bisschen länger geworden ist, als ich ursprünglich vermutet habe, möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wenn euch der Film gefallen hat, dann bitte liked ihn mit erhobenen Daumen. Ich freue mich über eure Kommentare und ganz besonders freue ich mich über jeden neuen Abonnenten. Da rufe ich ganz laut Juhu, Juhu, Juhu. Dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt-Konz Marathon. Auf Wiedersehen.